Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit HTML einfach eine Klasse so definieren können und einfach auch den Klassennamen zuweisen können. Und von daher geht es sofort los. Hier in unserer Datei in HTML im Body, das ist unsere Body, haben wir einfach die Klasse hier definiert und Sie sehen schon, wie wir eine Klasse definieren können. Hier ist ein Element div und dazwischen haben wir eine Klasse, das ist Class und den Namen haben wir einfach zugewiesen, das ist einfach Cities. Und diese Welt wird einfach später auch in CSS benutzt, um genau zu formatieren. Und dazwischen haben wir auch eine Überschrift auch definiert und hier haben wir auch einen Absatz auch zwei Absätze definiert und unsere Div-Element machen wir einfach hierzu. Also Sie sehen schon, wie wir eine Klasse definieren sollten. Es ist immer mit Class, wie Sie einfach auch sehen. Und von daher ist das Wert hier, das wir zugewiesen haben, das ist einfach unsere Klassenname. Und von daher, bei den nächsten geht es auch genauso und von daher gibt es keinen Unterschied. Also wir haben drei gleiche Sachen mit Div einfach definiert und mit gleichen Klassennamen. Und hier in CSS zeige ich euch, wie Sie einfach mit dieser Klasse einfach formatieren können. Und zwar, Sie sollten einfach dieses Element schreiben und dann Punkt. Und dann geben Sie einfach das Wert, das Sie einfach zugewiesen hatten. Das war Cities. Und von daher können Sie einfach diese Klammer aufmachen. Und dann geben Sie einfach hier dazwischen, was Sie einfach auf Ihre, Attribute so sehen können wollen und von daher haben sie gesagt, diese Hintergrundfarbe sollte schwarz sein und die Schriftfarbe sollte weiß sein und diese Breite sollte 20 Pixel rechts und links sein und die Höhe sollte 20 Pixel überall sein und von daher haben wir einfach hier auf der Link auf der rechten Seite das Ergebnis, das Sie auch sehen können und Sie können einfach die Sache wieder verändern, wie Sie wollen. Wir können zum Beispiel 10 da schreiben, dann merken Sie einfach, wie es klein geworden ist. Und hier können wir auch 10 schreiben. Und natürlich wird es auch kleiner und von daher können wir auch unsere Background Color einfach yellow schreiben und von daher wird einfach anders und es ist jetzt gelb. So können Sie einfach die Sache recht einfach aufschreiben und es wird dieses Mal rot. Und die Schriftfarbe können Sie auch natürlich auch hier ändern. Sie schreiben zum Beispiel Black und von daher wird es schwarz jetzt sein. Und Sie können einfach die Sache ändern, wie Sie wollen. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.